Wir machen das ganz einfach in der Hook. Wenn ich sage, folgt mir zum Galgenberg, ruft ihr, wir folgen zum Galgenberg, okay? Folgt mir zum Galgenberg! Folgt mir zum Galgenberg! Herrlich! Diese demagogische Magie, die man hier auf der Bühne hat, ist echt erstaunlich. Ihr seid herrlich! Okay, und es geht los! Yo, yo, folgt mir zum Galgenberg, der Ausblick ist schön, hier wirst du gerichtet zwischen Tannenbäumen, Laubwerk und Klee. Ein Monument der Justiz, sei es hier auch hart eine Wahl. Wählt zwischen Axt oder Galgen, zwischen Rat oder Pfahl. Achtung, folgt mir zum Galgenberg, wir folgen zum Galgenberg. Folgt mir zum Galgenberg. Folgt mir zum Galgenberg, wir folgen zum Galgenberg. Folgt mir zum Galgenberg. Vor Jahrhunderten war er der Schauplatz von Söhne und Macht. Der Galgenberg, ein Symbol auf dem höchsten Hügel der Stadt, für jeden sichtbar. So wurde Banditen gedroht, als Mahnmal für die brachialen Strafen dieser Region. Der Delinquent wurde hoch oben aufgeknüpft und besetzt und seine Gebeine in den Graben und der Witterung ausgesetzt. So hing er kalt in der Stadt, von seine Gewalt überprall. Und wenn er abfiel, wurde er neben dem Galgen verscharrt. Der Galgenberg wachte über die Stadt, hielt die Befern, ja er hatte den Frieden gebracht. Die Richter sprachen Gesetz, doch brachten den Tod mit der Axt und waren geächtet und wohnt weit vor den Toren der Stadt. Seit 200 Jahren ist der Galgenberg nun unpopulär, sein Holz ist verrottet, seitdem verstummte der Berg. Damals stand da ein Spross unten am Fuße des Hanges, heute steht da ein Baum getränkt vom Blut der Verdammten. Folgt mir zum Galgenberg, wir folgen zum Galgenberg, folgt mir zum Galgenberg! Komm schon, folgt mir zum Galgenberg, wir folgen zum Galgenberg, folgt mir zum Galgenberg! Folgt mir zum Galgenberg, der Ausblick ist schön, ihr wirst gerichtet zwischen Tannenbäumen, Laubwerk und Klee. Ein Monument der Justiz, sei sie auch hart eine Wahl, wählt zwischen Axt oder Galgen, zwischen Rat oder Pfahl. Heute lebt die Gesellschaft nach humanem Prinzip, doch die Schafrichter lebten weiter in Boulevardmagazin. Das Land erzittert, sobald sie ihre Stimme erhoben, denn sie tauschten die Axt gegen rote Tintenpatronen. Und trotzdem wird gemordet, vergewaltigt, gestohlen, alles wird von Gewalt gezogen, Alkohol, die Drogen, die Axt ist schärfer als die Fehler, wir wurden blind durch den Fakt. Die Blüten der Sünde, sie wucherten in unserer Stadt. Treibt sie durch die Tore von Sodom, lehrt sie die Gesetze des Hügels. Wir bringen Entertainment in die Exekutive. Begrüßt sie diese neue Ära der Revanche. Setzt den Galgen hoch, heute erfährt es eine Renaissance. Wir bauen ein Wellness-Hotel auf dem Berg und pflegen den Trend. Und jeden Morgen gibt es Fußpflege und ein Medien-Event. Es gibt eine Sauna, Jazz, Gymnastik und ein Frühsportprogramm. Und jeden Morgen wird in der Lobby ein Betrüger gehangen. Yo, folgt mir zum Galgenberg, wir folgen zum Galgenberg. Folgt mir zum Galgenberg. Folgt mir zum Galgenberg, wir folgen zum Galgenberg. Folgt mir zum Galgenberg. Komm schon, folgt mir zum Galgenberg, wir folgen zum Galgenberg. Folgt mir zum Galgenberg. Folgt mir zum Galgenberg, wir folgen zum Galgenberg. Folgt mir zum Galgenberg. Ah, noch ganz überzeugt habe ich euch nicht. Aber wir werden mir folgen, oder? Krefeld, kommt ihr zum Galgenberg mit mir? Oh, wie großartig. Sehr schön. Okay, ich verspreche auch, jetzt keine Geschichtsstunde mehr zu machen.